So, da sind wir zurück zu Assassin's Creed 1 mit mir, dem Barrett, willkommen auf Vision Gaming und wir sind in Damaskus und direkt im Büro des Informanten und wir hören mal, was er zu sagen hat. Der Held von Damaskus. Hallo. Tretet ein, verweilt und berichtet mir von euren Abenteuern. Ich fürchte, dazu fehlt mir die Zeit. Ah ja, seid ihr nun zu wichtig für mich? Das ist es nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Wie kann ich euch dienen? Al-Mualem befahl mir, das Leben eines gewissen Jubair zu beenden. Ah, Salah al-Dins führender Gelehrter. Eine wunderliche Wahl, wenn ihr mich fragt. Aber wer bin ich, um des Meisters Willen anzuzweifeln? Er wird seine Gründe haben. Dann kennt ihr also den Mann? Er war jüngst sehr beschäftigt. Er organisiert die Gelehrten und schickt sie raus, um zu predigen. Und was predigen sie? Licht und Feuer, Läuterung der Sünde, apokalyptischer Unfug, wenn ihr mich fragt. All das Geschwätz von Wegen und einer neuen Welt. Was für eine neue Welt? Weiß nicht. Ich achte nicht auf das Gewäsch von Geisteskranken. Dafür habe ich viel zu viel zu tun. Nun gut. Ich mische mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Okay. Wo schlagt ihr vor, soll ich suchen? Südlich von hier sind eine Akademie und ein Wachturm. Dort solltet ihr fündig werden. Zudem gibt es ein Hospital im Osten, das ihr besuchen solltet. Ich beginne sofort. So voller Tatendrang. Ihr habt euch verändert. Zum Besseren möchte ich hinzufügen. Na Mensch. Wir haben uns verbessert. Das ist ja schon mal schön. Was ist da eigentlich so? Zeig doch mal. Oh, ein Schachbrett. Oh. Hier können wir nichts machen. Hat sich nur die Kamera geändert. Okay, interessant. Nee, hat sich nur die Kamera geändert. Okay. Dann wollen wir mal. Wo sollen wir denn jetzt hin? Ich nehme an, da wir hier schon waren und hier waren wir, müssen wir jetzt hier hin. Hier in das kleine Viertel. Gut, das ist ja nicht so viel. Eigenartig. Komm, beginne ich eine Aufnahme, habe ich was im Hals stecken. Der will sich noch umbringen. Ey. Ihr seid hier nicht erwünscht. Oh, ich bin hier nicht erwünscht. Tretet jetzt zurück. Ja, genau jetzt? Oh, nebenbei habe ich noch eine Flagge eingesammelt. Das ist ja interessant. Wo war der denn, dass er mich gesehen hat? Wüsste nicht, wo der war, aber gut. Das ist Aussichtsturm, alles klar. So. Die sagen auch immer dasselbe, ne? Diese Schreier da, diese... Wie nennt man die nochmal? Jetzt habe ich es vergessen. Marktschreier, sagt man. Nennt man die so? Ich weiß es nicht mehr. So, einmal synchronisieren bitte. Ach, da habe ich schon eine Informantenquest gesehen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Genau da. So eine Schnellrennen-Quest. Das ist ziemlich komisch, aber gut. Machen wir das mal. Warum würde jemand so wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Gar nicht. Warum macht er das? Weil ich Assassine bin. Hallo, na? Was ist los bei dir? Schlechte Neuigkeiten, Bruder. Ich habe heute Morgen einen Templer getötet. Nun, das ist wohl eher eine gute Neuigkeit. Ich habe sogar einen Brief bei ihm gefunden. Ich gab ihn nur mal ihr. Aber eurem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hat er ihn euch nicht übergeben. Nun, dann geht. Sucht nur mal ihr und nehmt den Brief in Empfang. Da lang. Warum muss ich das eigentlich auf Zeit machen, nur weil ich diesen... Was von Hakir? Hallo. Tschüss. Renne. Warum muss ich eigentlich auf Zeit hier irgendwas holen? Ey, warum... Vorsicht jetzt. Warum wollen die mich jetzt hier kaputt kloppen? Sehe ich gar keinen Grund drin. Hopp, 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 und da hoch. Und da.
Und da hoch. Ich mache eben schon kaputt. Und weg. Da lang. Da muss ich hin. Hier mal im Kreis. Von wegen, nee. Ist nicht. Muss ich euch jetzt echt alle noch umbringen? Hab ich gar keinen Bock drauf. Oh. Das schaffe ich nicht. Nee. Nee, Kinnas. Ach komm. Leck mich doch. Ich lauf wieder zurück und mach's nochmal. Oh, guck mal. Schau mir nicht. Nee, schau mir nicht. Gut, vergiss es. Tschüss. Und nochmal von vorne. Warum auch immer 20.000 Leute hinter mir her waren. Wie behindert, ohne Spaß. Komm, fange ich hier auch mal wieder an, passiert mir nur Scheiße. Oh. Und tschüss. Hauptsache jetzt leckt es wie doof. Moment. Und so, jetzt geht's wieder. Hallo? Bleib doch mal sitzen, ihr Idioten! Stellen Sie sich einfach hin, ne? So von wegen... Ich hasse euch. Ich hasse, ich hasse, ich hasse, ich hasse, ich hasse euch. Oh ja, er ist weg. Wir sind zu doof. Muss ich den Scheiß nochmal machen? Der verdammte Narr hat doch den Verstand verloren. So. Tag. Ja, ja. Oh. Wie jetzt? Ist nicht. Da vielleicht hoch? Da auch nicht hoch? Jetzt krieg ich gleich das Kotzen hier. Komm ich da hoch? Da komme ich auch nicht hoch. Oh, Kind. Läuft gerade irgendwie kacke. Aber ich denke mal, das schaffe ich noch. Ihr seid hier nicht erwünscht. Ja, ja, ich gehe. Warum würde jemand so etwas tun? Oh, ist noch einer. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Ja, ich gehe. Bin ja schon weg. Siehst du, ich bin weg. Sagt, ich bin weg. Hör auf, mich so doof anzugucken. So, wo ist er jetzt? Oh, er ist in der Richtung. Oh, warum laufe ich denn hier lang? Ich ja voll verlaufen hier. Geh mal schnell hoch. Hat er seinen Verstand verloren? Komm, 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 komm. Kletter, kletter, du Idiot. So, geht doch. Hallo, na? Alter, hier. Nehmt dies. Danke. Ich habe überall nach euch gesucht. Jetzt kann ich endlich zurück nach Masyaf. Zum letzten Mal habe ich meine Hilfe angeboten. Ja, ja. Hast mich überall gesucht, du Lappen. So. In der Madrasa, umgeben von seinen treuesten Männern. Hm, okay, interessant. So, wo möchten wir jetzt lang? Nehmen wir mal den, wa? Nee, ich helfe dir jetzt nicht. Olle Flanne, helf dir doch mal gefälligst selber. Kannst du dich selber auf dich aufpassen? Geht schnell! Ja, und was ist, wenn ich langsam gehe? Du blöder Affe? Geh doch weg! Oh, du Idiot! Du dummer Vollidiot! Wie bitte? So. Mal spontan noch einen Templer kaputt gekloppt. Läuft bei mir.
Da ist noch ein Fähnchen. Was ist hier geschehen? Oh, es ist so hell. So, und hoch mit dir. Jetzt rumgeklettere. Ja, genau. Moment. Ich verstehe nicht, warum im Moment diese blöden FPS-Einbrüche sind, ne? Es war früher nicht, aber neuerdings ist das so. Das geht mir auch ein bisschen auf den Sack und ich weiß nicht, warum das ist. So, oh, jetzt habe ich hier aber eine Menge. Okay, ich möchte hier belauschen auf jeden Fall. Weil belauschen immer ganz cool ist. Da kriegst du immer die meisten Informationen, finde ich. Ey, blöde Schlampe. Steht mir im Weg rum, ey. So ein Vibesbild. Ja, hopp. Ich bin arm und krank und hungrig. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Nein, ich habe kein Geld. Nein. Danke. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Ich schon wieder. Möchte mich hier hinsetzen. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn hören. Das kann ich verdammt lassen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt immer noch viele, die sich der Erleuchtung verweigern. Sie könnten ihm schaden. Dann sind sie ignorant und ängstlich. Ihr scheint es ernst zu meinen. Aber kann ich euch wirklich trauen? Es schmerzt mich, dass ihr mir diese Frage stellt. Nun gut. Wir versammeln uns jeden Tag in der Madrasa. Er spricht zu uns und führt uns in die Stadt, auf das wir sie reinigen. Kann ich mich anschließen? Bedenkt, dass wir einen steinigen Weg beschreiten. Unsere Arbeit erfordert Opfer. Ich verstehe. Dann kommt und trefft euch mit uns. Wir werden sehen, wie stark ihr seid. Du blödes Weibsbild, hör auf mich zu nerven. Du hast nichts. Ich habe auch nichts. Machst du mir auf, hier vor die Füße zu laufen? Genau, deswegen hast du nichts, weil du ständig so penetrant bist. So. Hier haben wir einen Taschendiebstahl, hier haben wir eine Befragung, hier haben wir Informantenherausforderung. Erstmal einen Taschendiebstahl. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Ihr beobachtet mich, das finde ich schade. Sie soll mich nicht beobachten. Um diese barbarischen Taten zu rächen. Betet, dass Gott gepriesen sei sein Name. Ich weiß gar nicht mehr, wie man... Ja, kommt nur, ich zeige euch mein ganzes Angebot. Ich weiß gar nicht mehr, wie man einen Taschendiebstahl macht. Wie macht man das nochmal? Wer hat die Kraft gefunden, im Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen? Hier? Okay. Geht weg. Der englische König möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Wir müssen widerstehen. Wir müssen zurückschlagen. Hier sind so viele Irren. Das finde ich gar nicht cool. Wir haben den Ort gefunden. Es ist genau, wie ihr gesagt hattet. Ich schätze, er wird sich selbst darum kümmern wollen. Und das schnell. Am besten sagen wir den anderen nichts. Eine sehr weise Entscheidung. Offen gestanden, ich bin froh, wenn all dies vorüber ist. Bald, mein Freund, bald. Heute werden die Letzten dem Feuer übergeben. Junge, komm her! Hast du den Brief noch, den ich dir gab? Ja. Dann geh und überbring...